Und weiter geht's. Und ja, wir sind gerade bei diesem Mike hier angekommen und mal sehen, was er noch zu sagen hat. Hey, ich bin am Arbeiten und gearbeitet macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißdecken, mit dem du auf das Tor bist? Hey, jetzt red dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Peter. Peter, das ist mein Rüstig. Ich bin bloß auf die Hand gekommen. Seit da habe ich mich zu Hause. Freut mich. Ist so gerade meine Flasche, ich habe sehr durstig. Der kommt gerade aus dem Kitzel und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge dir. Ah, okay. John hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren, nichts ausgefallen. Ich bin pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Ich hätte mir keinen Bullen an. Ja? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Gott verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Wenn ich wieder ein, sonst stopp ich ihn dir an den Arsch, du Nervenzähler. Und jetzt haben wir auch noch die Reinigung gleich. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich wollte dringend ein paar Tee heute noch. Die Leute haben zwei Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben der Bar fahren. Ich glaube, der Schuppen heißt Lonska oder so. Was ist denn mit dem schwarzen Brett? Da falle ich doch auf den runter, Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, Fagel, andiamo. Und hier schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernpartie. Das Ausweise nicht verschwinden. Ups. Hier, Vito. Nimm das. Oh. Ah, hey, klasse. Hey, Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar, lass dich nicht abhalten. Oh, ja, yeah, das ist geil. Zieh doch die alte Kiste da drüben. Okay, halt der L2 gedrückt, um erstmal zu schießen. Ja, und da Füße auf die Reifen des kaputten roten Wagens. Hey, Vito, versuch mal den Tank zu erwischen. Ist da noch Sprit in der Karre drin? Dazu fällt der Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Und einpacken. Und losfahren. Mit meinem schönen Coupé, Alter. Okay, noch ein schneller Blick auf die Karre. Okay. Für 400 Dollar würde ich schon machen. Ja, komm. Muss ich sagen, sowieso. Au! Ja. Ja, da bin ich jetzt. Da ist das Geld. Oh nee. Oh nee. Aha! Boah, oh, scheiße, ich hab grad nur auf die Karte Bug. Das war ein so geiler Bug. Okay. Ah, wie ist das wieder hier zu sein? Gut. Noch besser wird's, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Hey, nichts überstürzen. Elternland macht auch nicht. So ein Scheiß. Ja, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik gegen dich. Okay, das war jetzt ein. Sag mal, ist denn Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Ding ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Keine Chance. Zum Teufel ist das passiert. Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Ja, ist das immer noch dieselbe Drecksding. Du hast ja nur ein paar Jahre weg. Es braucht viel länger, dass du im Viertel mal was willst. Ich ernähre dich hier wie die Kanicke. Das ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Wir haben jetzt sogar eine Gang. Dann heißt die gleich nochmal. Niemals, Niemals, irgend sowas. Ja, verdammt, ist ja toll. Oder machst du dir Sorgen? Diese Tiere können ja Drogen verticken und sich gegenseitig.
Okay. Das waren harte Worte von Vito Scaletta. Und dann werden wir wahrscheinlich noch welche folgen. Nee. Und, okay. Eine Jane, die sich aufgestellt hat. Ich habe euch nichts zu sagen. Okay, hier sind wir. Scheiße. Ich habe jetzt nicht so lange geredet, aber ja. Der Krieg haben wir Schlitten da drüben. Das ist. Mach schnell und dann nicht zählen. Wenn es sein muss, schlag ein Fenster. Wir treffen uns dann beim Mann. Wenn es Probleme gibt? Dann löst du sie. Sie ist einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Wir sind Alter. Vermass es nicht. Na schön, dann vermasse ich das ja auch nicht. Ich glaube nicht das Auto, wie kommst du da jetzt drauf? Rein, 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 geh schon! Mama, 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 Mama! Ein kompletter Waterbed! Also sind das viele. Oh, die folgen mir sogar. Okay, eine Frage an euch, aber jetzt kein Scheiß so in die Kommentare so schreiben wie, oh, du bist ja noch so jung und so, ja, ich bin, oh, scheiß drauf, schreibt eh nochmal so Scheiße, also hat mir, also, die, wo meinen, ich bin noch so jung, nee, brauche ich eigentlich auch gar nichts zu sagen. Scheiß drauf. Oh je. Ich habe nur gerade im Moment ein paar Probleme. Ich habe jetzt in 8 Tagen Geburtstag am 24. Mai, ein Tag vor dem Champions League Finale, wo Bayern die Dortmunder platt machen werden.
begun taking back the Pacific nation's capital from its Japanese captors. U.S. forces have taken the lead so far this morning, city, and are now facing a Japanese occupation force estimated to be 20,000 strong. Early reports have already indicated that this could be one of the bloodiest battles yet seen in the Pacific. More on this story as the information comes in, and hopefully, the Japanese are pushed out of Manila. For West Radio News. Oh, yeah, it's schon wieder. Ich glaube, es ist zu wenig, weil ohne Reden macht es nicht so Spaß. Oh, jetzt hol ich mit der Schrottkarre, ey. Ich hasse diesen Job bei dem Arsch. Okay, wie viel Geld bekommen wir jetzt? Okay, fahren wir nach Hause. Hast du jetzt 100 Euro kassiert? Hast du sie noch alle? Hast du sie noch alle? Okay, das war das Kapitel und tschüss.